Hey Leute, Ramses der Dritte in Spee begrüßt euch wieder zu einer neuen Runde Total War Pharao, ja? Beim letzten Mal haben wir unsere erste etwas größere Schlacht hinter uns gebracht und da haben wir ordentlich Verluste bekommen. Können jetzt erstmal unseren General wieder pushen. Ich bleib erstmal dabei, ich gebe ihm jetzt hier erstmal nochmal einen auf Tapferkeit. Dass wir mehr Nachschub bekommen, damit die Einheiten wieder aufgefüllt werden. Und eigentlich wollte ich ja jetzt hier hinten zurück, um wieder weniger Unterhalt zu bezahlen. Aber ich denke mal, wir müssen den jetzt hier erstmal jagen. Jetzt, wo der angeschlagen ist, nicht, dass er seine Armee wieder pusht. Er ist irgendwo hierhin zurückgegangen. Ja, hier gibt es leider Verschleiß. Oh, hier vorne auch schon. Gehen wir doch erstmal da rein, weil hier scheint es irgendwie keinen Verschleiß zu geben. Wir leben in einem Zeitalter des Wohlstands. So? Da ist er. Ah, 6 Einheiten. Er hat also Einheiten zusammengeführt. Ich töte Menschen, die mich stören. Sein General ist zum Glück ordentlich angehackt. Nur noch seine normalen Truppen sind mehr oder weniger voll. Ja, dann würde ich mal sagen, greifen wir den noch. Zu großem bestimmt. Trefft sie mit aller Kraft. Ja, er hat nur so ein paar Truppen. Die sind zwar auch angeschlagen, aber das sollten wir locker packen. Wir sehen uns gleich hier im Gefecht. So, und der ist auch fertig geladen. Hier oben seht ihr die Karte. Wir sind hier auf der linken Seite. Hier gibt es ein paar kleine Schluchten. Er ist hier rechts. Gucken wir mal, wie das Wetter wird. Trocken und danach gar keine Wetterveränderung. Ist doch super. Da können wir unsere Truppen ja direkt entsenden. Haben wir keine Nachteile. Der drüben steht er. Meine erstmal hier Ruf zur Seite. So, und die, die so ein bisschen angehackt sind. Schwertkämpfer! Die 5 hier, ne? Ihr teilt ein gemeinsames Schicksal! Söhne Ägyptens! Kämpft vereint! Man sagt, die Kanaanäer kämpfen wie wilde Hunde! Ich glaube, ich baue lieber so auf. Habe ich einen besseren Überblick. So. Die Angeschlagenen kommen dann über die Flanke. Den ersten Bogenschützen. Die nächsten hin. Mit denen kommen wir auch über die Flanke. Söhne Ägyptens, schickt sie ins Jenseits. So, auf geht's. Vorwärts. Nein. Alles für Ägypten! Infanterie in Bewegung! Ich treffe immer! Da die Soldaten, bewegt euch! Hier die anderen. Bleibt in der Nähe! Soldaten, bewegt euch! Ich will nie wieder Sand sehen! Da kommt er! Wo ist ein General? Es müsste eigentlich die Truppe hier sein, ne? Wichtig, wo seine scheiß Bogenschützen sind. Die sind hier. Ah, der will von da angreifen. Wir unterwerfen uns nicht! Keine Bogenschützen. Komm, ziehen wir die mal zurück. Wir marschieren! Die noch da? Marschiert weiter! Wir marschieren! Ach ja, jetzt darf ich Plänkel nicht ausschalten. Ach ja, nur bei denen nicht. Weil die gerade laufen. Wurfspeere! Den General. Jetzt ist er auch mal in die Wurfspeere gegangen. Schwertkämpfer! Zu Befehl! Infanterie unterwegs!
Stärke ist Macht! Könnt ihr auf die Burg schießen? Bögen, Feuer! Schwertkämpfer! Pfeile, los! So, die Hammer. Infanterie unterwegs! Weiter marschieren! Wir marschieren! Tötet sie alle! Gebt niemals auf! Schießt sie ab! Es gibt keine Hoffnung mehr! Da haben wir ihn geschlagen. Dann brauche ich mal kurze Pause. So, oh, das sind die beiden. Da hinterher. Die beiden hier hinterher. So. Und schieb. Das ist an dem General echt geil. Dass der im Laufen schießen kann. Die haben wir auf jeden Fall noch erreicht hier. Dann mal ganz kurz eine Pause. Haben wir denn noch Bogenschützen hier? Dann kommt der Rand. Ah, ein bisschen ist noch. Du da hinterher. Und nochmal Schieb. Ich will nämlich, dass die Armee auf jeden Fall vernichtet ist. Die erreichen wir leider nicht mehr. Ja, da läuft noch einer. Ah, egal, ich bin. Guck mal, was wir verloren haben. Da hat er ihn wieder geschlagen. Zu gewinnen waren wir bestimmt. Wir haben auch nur 15 Leute verloren und eigentlich ziemlich cool. Blöd ist halt, hier haben so zwei, die haben noch einen relativ hohen Balken. Ich hoffe mal, die Armee löst sich jetzt auch auf. Wir werden auf jeden Fall hier wieder eingliedern. Und wir haben jede Menge Arbeit. Ja, für ja, sie ist verschwunden, zum Glück. Ich werde jeden Tag stärker. Das Schicksal ruft mich und ich werde antworten. Da ist jetzt die Frage, direkten Angriff? Meine Armee wird herausragend sein. Gesegnet von den Göttern. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall raus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon angreifen soll. Na, lieber nochmal eine Runde warten. So, ist überall Verschleiß. Könnten auch wieder zurück zu uns gehen. Um uns erstmal wieder ein bisschen aufzupuschen. Ja, da komme ich definitiv nicht hin. Ist das, was er jetzt hier rot anzeigt, eigentlich das, was wir verlieren würden, wenn wir hier stehen bleiben? Oder verliert er das definitiv? Das weiß ich gar nicht. Ich gehe erstmal hier wieder zurück auf den Weg. Zum Sieg! Ah, anscheinend nur, wenn man da stehen bleibt. Weil jetzt ist das hier überall weg und ich glaube, ich habe auch nichts verloren. Ja, können wir generell wieder pushen? Ja, wir bleiben dabei. Er kriegt wieder einen hier drauf.
Stimmt. Die hatten wir nach der letzten Schlacht noch bekommen. Das habe ich hier rechts am Rand gesehen. Die Schärpe. Also haben wir jetzt auch hier unser erstes Objekt bei unserem General. Auserwählter des Re. Wir gehen drauf. Kanaan wird knien. Schlag zu. Sieht doch vom Balken her gar nicht so schlecht aus. Natürlich wird die Schlacht jetzt ein bisschen heftiger. Die hier, die sind nämlich echt gut im Angriff. Schasukrieger, das ist doch schon Gewichtsklasse mittelschwer. Und die haben Fettrüstung. Ja, die haben zum Glück nicht viel Rüstung, machen aber viel Schaden. Die Apiro-Räuber. Au, Streitwagen. Was ist mit dem? War der auch Streitwagen? Ne, Schwer und Schild. Oh la la, die beiden Generaleinheiten sind natürlich schon ganz schön heftig. Ja, aber ob wir diese Schlacht gewinnen können, das sehen wir ja gleich. Wir sehen uns im Gefecht. So, und dann ist es geladen. 10 Einheiten bringt er mit und dann kriegt er noch ein bisschen Unterstützung hier aus seiner Festung. Ich werde jetzt gleich auf jeden Fall die, die so ein bisschen hart angeschlagen sind, in eine Gruppe. Die mache ich so als Eingreiftruppe. Der Rest hält die Stellung. Ja, wie wird denn das Wetter? Trocken und dann später Gluthitze. Ich denke mal, das ist akzeptabel. Komm, dann senden wir unsere Truppen. So, das sind die härtesten angeschlagenen. Die sind hier auf jeden Fall. Schwerkämpfer! Ich glaube, ich mache sogar 3 Truppen. Söhne Ägyptens! Schwerkämpfer! Das sind die, die am. Jetzt hat er die da mit markiert. Da hinten. Stets ja, bereit! Die sind am härtesten angeschlagen. Mal eine Woche. Eure Schicksale sind vereint. Dann sind die auch noch? Söhne Ägyptens! Ein bisschen angeschlagen. Seite an Seite! Auch mal zur Seite. Und das sind die, die noch am meisten haben. Gruppieren! Die hier erstmal ganz. Seht weg. Meine Macht! Nichts wird uns Gelände aufhalten! Hier. Wir sind zwar auf so einem Hügel. Was ist das hier? Ah, hier kommt seine Verstärkung. Bei der Verstärkung sind Streitwagen dabei. Vielleicht erst die Verstärkung platt machen? Er hat ja, wenn er uns aus der Stadt angreift, einen kleinen Weg, bis er erstmal bei uns ist. Und in der Zeit haben wir vielleicht die Verstärkung schon weg. Ich glaube, so mache ich das. Oh ne, jetzt habe ich alle markiert. Das wollte ich gar nicht. So, warte mal. Ihr seid unsere eine Bogentruppe. Ihr seid die andere Bogentruppe. Einmal Speerträger und nochmal Speerträger. So, dann erstmal die noch relativ guten Truppen hier so gegenstellen. Das ist allerdings jetzt nicht so, wie er rauskommt. Ich hoffe nicht, dass er irgendwo jetzt dann da rauskommt, wenn der Punkt hier ist. Ja, dann natürlich Bogenschützen. Die anderen Bogenschützen sollen ruhig erstmal ein bisschen Munition sparen. Stellen wir mal nach hinten. Warum stellen Sie sich uns nicht wie echte Männer? Kein Plänkeln, weil sie noch nicht da sind. So, jetzt packen wir hier noch die Speerträger hin. Ich hoffe mal, das ist eine gute Idee, erst hier Platz zu machen. Vielleicht habe ich auch Glück, die aus der Stadt kommen dann irgendwie hier so einzeln an oder so. So, wir haben wir schon mehr Wurfspeere. Fehlen nur noch unsere angeschlagenen Einheiten. Macht mal hier Backup. Die sind wirklich echt hart angeschlagen.
Falls da doch irgendwas kommt, stellen wir lieber Sie da haben ein. Ihre Wurfspeere vergessen. Die platzieren wir mal erstmal so rum. Hätte nichts vergessen? Nee, alles ist schon hier. Und start. Da kommt seine Milizische Streitwagen. Vergieß Blut! Da geht jemand darum. Söhne Ägyptens! Wo geht dahin? So, wo bleibt der Rest? Da sind auch relativ schnell. Gebt niemals auf! Ich kenne keine Furcht! Woher kommen Sie? Soldaten, bewegt euch! Wurfspeere! Oh, komm mal weg! Schwertkämpfer! Soldaten, na ja, bewegt zurück, euch! Ihr scheiß Streitwagen! Für ewigen Ruhm! Ins Gemetzel! Vorwärts! Das war gar nicht so eine gute Idee, die Streitwagen anzugreifen. Ich dachte auch, die bleiben da drin. Söhne Ägyptens! Jetzt zieht euch wieder zurück. Weiter marschieren! Schwertkämpfer! Marschiert mal schneller hier! Soldaten, oh, bewegt kommen die euch! Schon. Für Ägypten! Wir marschieren! Pfeile, los! Wir marschieren! Marschiert weiter! Ich brauche auf jeden Fall mal eine Pause! So hin. Machen wir die Bogenschützen noch. Erstmal weiter. Alles für Ägypten! Stärke ist Macht! Kämpft für euren Pharao! Wir haben es geschafft! Sie sind gebrochen! Söhne Ägyptens! Lauf, Brüder! Nein, ihr geht da ein bisschen weg ab. Vorwärts! Schwertkämpfer! Die Niederlage erwartet euch! Also, Streitwagen sind echt scheiße. Ägyptische Speerwerfer! Pfeile, los! Na, jetzt blicken zumindest die Streitwagen schon mal. Zerquetscht sie! Dann postieren wir die. Verschwinden wir von hier! Ah, die Streitwagen fliegen zumindest. Das ist schon heftig. Ägyptische Speerwerfer! Soldaten, bewegt euch! Auch schon Speerwerfer. Wo sind denn die anderen? Ja, da. Söhne Ägyptens! Infanterie in Bewegung! Verschafft euch einen Weg hinein! Wir marschieren!
Schwertkämpfer! Wurf bereit! Tja, ich glaube, da muss ich auch mal Plänkeln rausnehmen. Verstanden! Söhne Ägyptens! Stärke ist Macht! Unser Feind flieht! Infanterie in Bewegung! Die Hände hier an. Uns retten! Schwertkämpfer! Wir zielen perfekt! Werft eure Speere! Pfeile gezückt! Speere bereit! Werft die Speere! Wurfspeere, los! Und hier mal auf die Bogenschützen. Verdunkelt den Himmel! Zielt auf das Herz! Gemeinsam für Ägypten! Nein! Bei den Göttern, nein! Also stehen wir mal. Söhne Ägypten! Auserwählter der Götter! Gebt niemals auf! Wie kommen hier zu wenig Pfeile raus? Infanterie unterwegs! Schickt ihnen Pfeile! Schützen! Feuer! Wurfspeere! Kämpft für euren Pharao! Schön, die Speere da in die Mitte rein! Söhne Ägyptens! Zielt auf das Herz! So viele Bögen! Speere bereit! Da drauf! Bogenschützen! Und ihr nehmt die Bogenschützen. Bogenschützen, los! Speere bereit! Werft eure Speere! Jawohl, da gehen überall die Lichter an! Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Schützen! Da ist der Sieg. Pause. Feuer! Huh, die war jetzt nicht gerade einfach. Irgendwer hat schon keine Pfeile mehr. Meistens ist es er. So, der ist schon auf Nahkampf. So, die da am nächsten dran sind. Das hier sind nicht mehr viele. Also, ihr verfolgt die hier. Ihr verfolgt die. Ihr geht da drauf. Seid ihr da? So, welche waren denn die beiden denn? Das sind die. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. Naja, da kriege ich glaube ich noch ein paar. Na, die hier kriege ich vielleicht auch noch. Ich könnte jetzt zwar zwischendurch auch mal wieder ein bisschen langsamer machen, aber jetzt keine Lust zu, weil die laufen nicht mehr. Doch nochmal eine Pause. Mal den hinterher. So. Und nochmal weiter. Ich meine, die sind sowieso alle weg, weil es eine Siedlung war. Aber immer noch so viele abmetzeln, wie es nur irgendwie geht. Los, versucht mal irgendwie die hier noch zu erreichen. Kurzen Stopp. Den nochmal aus.
Vielleicht können sie noch ein paar erschießen. Ah, die Pfeile fliegen auf jeden Fall jede Menge. Ah, nochmal Pfeile. Sehr schön. Los, Albert könnte noch schießen. Schade. Gut, dann können wir das Gefecht beenden. Kicken wir mal. Wieder einen entscheidenden Sieg eingefahren. Und wir gucken mal, wie viel wir verloren haben. Zu gewinnen war mir bestimmt. So viel zu dir. Also wir haben 274 Leute verloren. Ich denke mal, es geht noch. Und ja, damit haben wir ja unsere erste Fraktion vernichtet, ne? Da gibt's wieder Nahrung, Holz, Gold. Ich werde wieder ausrauben und besetzen. Ihr Reichtum nährt meine Pläne. Die Götter segnen mich. Ja, wunderbar. Erhalten Waffe, gewöhnliche Keule, erhalten Schärpe. Ja, die Fraktion haben wir vernichtet. Die hat irgendwer anders vernichtet. Ja, klasse, ey. Da können wir bestimmt erstmal wieder unseren General. Das Schicksal ruft mich und ich werde antworten. Wann war das? Gibt's eine verwitterte Rüstung? Stimmt, eine gewöhnliche Keule. Die nehmen wir natürlich nicht, wir bleiben Bogenschütze. Dann können wir hier an den Items nichts mehr machen. Komm, hier den nächsten und dann brauchen wir nur noch einen und dann haben wir hier Stufe 5 erreicht und dann bekommen wir Nahkampfabwehr plus 3. So, und Nahkampfabwehr plus 3 ist natürlich nicht schlecht, weil wir haben da vorne in der ersten Linie natürlich keine Legionäre stehen, ne? Also hier ist ja im Moment so, dass unsere Fernkämpfer eher die besseren Kämpfer sind und unsere Infanterie nicht. Bei den Römern ist genau andersrum. Da ist immer die Infanterie das Brutalste, was es überhaupt gibt. So, unsere neue Siedlung. Ist da bestimmt was repariert? Ah, zum Glück nur ein Gebäude. Haben wir die Ressourcen auch noch locker da. So, wie sieht das jetzt mit der Versorgung aus? 620 minus und 210 minus. Das ist heftig, ne? Das ist ein zerstörter Fischereihafen. Den müssen wir auf jeden Fall reparieren. Es gibt Nahrung. Und dann werde ich hier nochmal Bronze pushen. Wir mehr Bronze, ist auch cool. Also wir kriegen natürlich das eine, kriegen wir mehr Nahrung, hier kriegen wir mehr Bronze durch. Und dann haben wir auch schon keine Arbeitskräfte mehr. Und den bauen können wir nichts mehr. Was ist denn noch an offenen Aktionen? Ja, der Erlass ist noch verfügbar. Erlass verfügbar. Ach so, kein königlicher Erlass. Stimmt ja, wir haben doch hier unsere Provinz eingenommen. Wie toll. Außenposten können wir natürlich wieder bauen. Hier müsste der sein. Ja, da ist er. Erlass. Was gibt's denn so Schönes? Königliche Gärten, mehr Nahrung. Schon mal geil. Mehr Stein, Gold, Bronze, Holz. Hier ist mehr Zufriedenheit. Mehr Bronze, weniger Nahrung. Ganz schlecht. Mehr Nahrung, weniger Bronze. Auch ganz schlecht. Rekrutieren brauchen wir erstmal nicht. Können uns im Moment eh keine zweite Armee leisten. Vom Unterhalt her. Festivitäten gibt's nicht. Ich nehme hier königliche Gärten. So, der wird dann ja wahrscheinlich erst nächste Runde ausgeführt. Lalala. Bauen könnten wir auch noch was. Ach nee, wir haben ja keine Arbeiter mehr. So, wie sieht denn das jetzt mit Außenposten aus? Weil wir ja auch Steine haben, ne? Na, da oben sind nicht Ägypter. Also nehmen wir eine Festung. Ja, hier bauen wir mal eine Festung hin.
Das hier liegt nicht an der Straße, ne? Dass ich mich nicht so viel da irgendwie aufpushen kann. Hier ist ja Wirtschaft. Dann mach ich hier nochmal einen Verwaltungsposten hin. Ja. Und da machen wir nochmal einen religiösen Posten hin. So, haben wir die auch noch eingesetzt? Und ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal Truppen zusammenlegen. Dauert wahrscheinlich hier teilweise ewig, bis sie fertig sind, oder? Obwohl, aber ja, ich leg die zusammen. Dann spare ich halt nämlich Nahrung und Bronze. Das ist dann quasi nur noch eine Einheit. Da zusammenlegen. Ich bin unaufhaltsam. Das haben wir schon mal. Ich denke mal, die drei, die machen auch noch keine ganze Einheit voll. Nee. Ich glaube, ich lege nur noch die beiden hier zusammen. Die und die. Haben wir zusammengelegt. Ägyptens Ruhm. Naja, haben wir auf jeden Fall das Minus bei Nahrung ordentlich runterbekommen. Aber ich werde mir jetzt nochmal für 15 Holz werde ich nochmal irgendwo handeln. Gebt mir einen Kampf! Er wird auf jeden Fall Holz nehmen. Im Namen der Pflicht. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Der auch und er hat Nahrung im Überfluss. Ah, ist das ein Verbündeter von denen, die wir gerade vernichtet haben? Sieht so aus. Weil er nämlich die Militäraktion gegen diese Sukkot nicht gut findet. Und genau mit dem haben wir mal irgendwann einen Krieg gehabt. Der sitzt hier direkt nebenan. Nicht, dass er irgendwie Stress will oder so. Was kann ich für euch tun? Komm, dann machen wir doch nochmal ein Tauschabkommen hier. Um unsere Beziehung ein bisschen zu fördern. 15 Holz. Und ich hätte von dir gerne Nahrung. Ja, der wird wahrscheinlich nicht so viel geben wie andere, weil er nicht so positiv eingestellt ist. Noch geht. Da ist vorbei. Haust noch einen Stein raus? Yo. Nein. Und nein. Okay. Mehr wie 3 geht nicht. Mehr Runden? Oh, 6 geht. 7 geht nicht mehr. Dann handeln wir mit dem hier mal 6 Runden. Damit kann ich arbeiten. So, und wie viel konnten wir jetzt die Nahrung wieder runterballern? Na, immerhin nur minus 107. Bronze haben wir ja auf jeden Fall ein Gebäude in Auftrag gegeben, was uns nochmal pusht. Bräuchten jetzt als nächstes auf jeden Fall irgendwie mal eine Siedlung mit Steinen, damit wir auch Steine selber produzieren. Ja, aber ob wir die demnächst finden, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet hier euren Spaß. Wir haben eine kleine Schlacht gehabt und dann nochmal eine Siedlungsschlacht gehabt und haben jetzt unsere erste gesamte Provinz eingenommen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, bis denne und ciao.